Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die aktuelle Purish Mystery Box vorstellen. Und die habe ich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Hi Denai, was habe ich mich erschrocken? Als um 7:30 Uhr morgens die Tür klingelte und tatsächlich eine pudelnasse DHL-Botin davor stand. Nicht die, die normalerweise bei uns vorbeikommt, die Sandra, sondern es war irgendwie eine andere arme Frau. Und sie hielt mir die Box hin und sagt, ich habe eine Express-Sendung für sie. Ich sage, wow, das ist wirklich Express. Richtig krass. Und also Hut ab tatsächlich an die DHL-Menschen. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Das, also die Arbeiter, die dort arbeiten, das ist ein ganz harter Job. Das muss ich wirklich sagen. Gut, ich habe sie jetzt hier, die Purish Mystery Box in der aktuellen Version. Das ist die Killer Eyes Version, die halt quasi mit Alicia Marie, mit Ellie zusammen in Kooperation für Halloween gemacht worden ist. Leute, ich finde das so genial. Und ab heute, dem 2.10., 18 Uhr, also ab jetzt, ist diese Box verfügbar. Die wird kosten 79,90 Euro, hat einen Wert von über 160 Euro und Wahnsinn, oder? Der doppelte Warenwert einfach mal wieder hier drin. Und hier haben wir halt auch mal wieder relativ neue Produkte drin enthalten, die auch ich sehr wahrscheinlich noch nicht hier haben werde. Ich mache aber trotzdem mal eine Verlosung in diesem Video und zwar kannst du ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket von mir gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und falls du Lust hast, dich auf Purish umzuschauen und vielleicht auf das eine oder andere Produkt ein bisschen was zu sparen, nutz gerne meinen Link in der Infobox, um die Box zu kaufen. Oder... weiß nicht, habe ich aktuell auch schon die Marken für Oktober, die ich euch nennen kann. Kann ich euch wahrscheinlich noch nicht einblenden, aber ich kann euch die, sobald ich das weiß, in die Infobox mal reinschreiben. Da könnt ihr dann nämlich auch schön drauf sparen mit meinem Code ClaudisWelt15. Ja, und Mr. Bauch ist schon ein bisschen am Randalieren, so nach dem Motto, Mutti, nicht lang schnacken, mach die Box auf. Und er hat recht. Er hat einfach recht, denn Mutti ist aufgeregt. Sehr, sehr schön, was ich hier schon wieder sehen darf. Ne? Also so sieht es dann aus, wenn man die Box öffnet. Und ich finde, Ellie ist eine so unglaublich schöne, mystische Frau. Also richtig krass. Ich liebe bei ihr die Halloween-Special-Geschichte, den Spooktober. Und wie die hier schon wieder aussieht, Leute, das ist heiß. Das ist einfach heiß und ich darf das sagen. Habe ich jetzt entschieden, dass ich das sagen darf. Ne? Es ist schon krass. Killer Eyes passt natürlich. Also, wie krass sie da aussieht auch. Aber natürlich auch die anderen Models, die damit auf dem Bild sind. Aber sie natürlich ganz besonders, ne? Ja, eine scharfe Frau. Killer Eyes Halloween Edition x Alicia Marie. Hey, Bloody Beauty. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, um im Kampf gegen das Böse mit den schärfsten Looks bewaffnet zu sein. Diese Halloween-inspirierte Special Edition unserer beliebten Mystery Box wurde von der Make-up-Expertin Alicia Marie kuratiert. Krass. Neues Wort. Läuft. Gemeinsam haben wir für euch unter dem Motto Killer Eyes die angesagtesten Produkte der beliebtesten Brand zusammengestellt. Im Alltag oder auf der nächsten Halloween-Party mit diesen Produkten sticht dein Killer-Look jedem ins Auge. You are beautiful. Ich liebe Wortspiele. Dein Purish Team und Alicia Marie. Und hier haben wir dann natürlich auch nochmal so ein Close-Up. Ich schaue mal, ob ich euch vielleicht sogar so richtig auch geile Looks mal schminken kann Richtung Halloween und das dann auch auf Instagram veröffentliche. Da heiße ich AIDRIGP, Claudia rückwärts und P dahinter. Hier steht ein bisschen was zu Ellie. Ich folge ihr schon seit Ewigkeiten, ne? Deswegen. Alicia Marie ist das perfekte Match für unsere Halloween Mystery Box Killer Eyes Edition. Sie begeistert ihre Community vor allem mit ihren atemberaubenden Halloween Looks. Die Spooky Season gehört ihr und jetzt auch euch. In einem Ballhaus laden die Königin des Bösen und ihre vier Untertanen zu einem schaurig schönen Festmahl ein. Auf dem Menü stehen die heißesten Produkte und die schärfsten Looks. Das Ergebnis? Ein gnadenloses Dinner. Befolge Ellies Anweisung hinter dem magischen Code und du hast nichts mehr zu befürchten. Dann ist hier ein QR-Code und dann kannst du dir wahrscheinlich dann einfach mal so für den Look so eine Inspo holen. Das finde ich schon wieder cool. Hier sind die Produkte auch aufgeführt. Also Purish hat ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, rausgebracht. Das ist neu, Leute.
Ne? Das merken wir und das finden wir cool. So, jetzt wühle ich ein bisschen in dieser Box und als erstes, wie könnte es passender sein? Selbstverständlich kommen die Produkte auch in meinen Full-Face Beauty-Boxen für den Monat Oktober, ne? Ist klar. The Simpsons in Kooperation mit Revolution, da habe ich die Palette auch von der Treehouse of Horror Palette, die richtig gut ist von der Qualität her. Ich bin ja sonst kein Revolution-Paletten-Fan, aber die ist richtig gut. Und hier habe ich Treehouse of Horror Lip Gloss Liquid Lipstick Set. Okay, das ist ein Lip Kit. Wusste ich gar nicht, dass es auch in der LE mit drin war. Das können wir uns doch direkt hier mal anschauen. Ja, ich habe hier eine Nagelfeile und keine Schere. Das ist dann manchmal etwas problematisch. Okay, und dann kannst du dir erst natürlich den, oh, aber schöne Farbe, den Liquid Lipstick drauf machen und dann darüber den Lipgloss, um das Ganze ein bisschen mehr shiny-piny zu gestalten. Das finde ich cool. Und vor allem Huma als Donut-Head finde ich auch großartig, ne? Ich bin eigentlich kein Fan von Liquid Lipstick, aber ich muss halt auch einfach gestehen. Von Revolution habe ich, glaube ich, noch gar nicht so super viele Liquid Lipsticks ausprobiert. Des Weiteren erwartet uns ja auch Richtung Weihnachten, Richtung kalter Jahreszeit, eher so die Maskenzeit, in welcher es auch ratsam wäre, vermehrt Maske zu tragen. Abgesehen davon, in der Endspurtphase meiner Schwangerschaft werde ich safe nicht ohne Maske in irgendwelche Geschäfte oder so rausgehen. Denn wie viel Bock habe ich drauf, Corona zu bekommen, wenn ich im Kreißsaal chille? Gar nicht. Also von daher passt das. Dann habe ich hier als nächstes ein Produkt von Nabla drin. Brow Ambition. Mutig. Natural Brown ist hier nämlich die Farbe. Also ich habe den in meiner Farbe, deswegen wird der hier auch weiter wandern. Das ist wirklich mutig. Kann man nicht anders sagen, ne? Weil eigentlich macht Purish das ja nicht mehr, dass man halt quasi Produkte, die auf Hautton oder auf Haarfarbe abgestimmt sind, hier in den Boxen drin enthalten sind. Das ist mutig. Ja, ist ein super cooles Produkt. Habe ich auch in meiner Daily Schmink-Kit-Geschichte. Also immer, wenn jetzt hier irgendwie so meine Augenbraue mal wieder sich überlegt hat, nicht ganz so üppig sein zu wollen, kann ich da ein paar künstliche Härchen reinziehen, was sehr, sehr cool ist. Ja. Wird aber in dem Fall jetzt bei mir weiter wandern, weil wie gesagt, ich habe es schon und ich habe es auch in meiner Farbe. Oh, 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 ist das Linda Hallberg? Ist das neu bei Purish? Shaping Light Warm Glow, was ist das? Multi-Use Cream for a Luminous Glow. LH Cosmetics, das ist doch Linda Hallberg. 25 ml, ich meine, dass ich das nämlich mal bei Jennys Highlights gesehen habe, dass sie das reviewed hat, dass sie das auch mal ausprobiert hat. Ist das ein Primer? Multi-Use Cream for a Luminous Glow, hätte ich jetzt gedacht. Highlighter steht hier drauf. Ach guck. Und Face Primer, siehst du? Kannst du als Primer oder als Highlighter verwenden. Ich werde es wahrscheinlich so als Zwischending verwenden. Shaping Light Warm Glow. Okay. Muss ich gucken und hoffen, dass die Farbe funktioniert, weil ich bin ja eher neutral oder kühl vom Hautunterton her. Hier haben wir dann einmal das Produktchen. Das ist eine Tube, die relativ tubenhaft aussieht, ja. Ja, relativ entspannt aussieht. Ach, aber das ist eine schöne Farbe, guck mal. Das ist jetzt für mich eher so Champagner-mäßig, wenn ich das so sehe. Und gucken wir mal hier, ob dazu hinhaut. Ja, oh, gar kein Glitzer. Das ist schön. Ich rieche an allem möglichen Kram immer, ne? Ja, man hat ganz, ganz fein natürlich. Du hast immer, bei Schimmer hast du immer einen Glitzer auch mit drin, aber das ist sehr, sehr fein. Das heißt, es wird jetzt nicht so sein, dass mein Gesicht aussieht, als würde ich ein Vampir im Glitzerschein sein. Nö, finde ich fein. Kommt auf jeden Fall in meine Full-Face Beauty-Boxen rein und das war so ein richtig krasser Kettenreim. Manchmal kriege ich es auch echt in der Rübe, ne? Genau. So, als nächstes habe ich hier auch ein Produkt. Oh ja, habe ich den schon oder nicht? Muss ich nochmal gucken. Dominique Cosmetics Everlasting Eye Base, 24 Stunden Crease Proof. 12 Gramm sind hier drin, da kommst du auch Ewigkeiten mit aus. Also das hat man dann wirklich ewig, 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 bis 12 Gramm leer gehen. Weil du, ach, du brauchst ja immer nur so ein Müh. Imagine it, create it. Okay. So, na, die müsste ich aber schon haben. Ich glaube schon, ne? Sieht einmal so aus. Und Dominique Cosmetics ist ja auch eine ganz, 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 ganz tolle Marke, die jetzt auch recht neu bei Purish eingezogen ist. Also wir haben hier wirklich
recht neue Produkte hier bislang drin. Gut, die Simpsons X Revolution Geschichte ist, glaube ich, vom letzten Jahr, was ist nicht schlimm, es passt halt einfach. Deswegen würde ich da auch jetzt einfach mal null meckern. Dann habe ich hier Ilia Limitless Lash Mascara. Cool, 3 Gramm. Lift, Lengthen, Curl. Ilia ist eine Marke, die auch recht neu ist und die sehr, sehr hochpreisig ist. Also holla die Waldfee. After Midnight. Und die ist, also es sieht auch so edel aus. Ich habe da ja auch das ein oder andere Produkt schon von, ne? Die Foundation und das Puder und so. Oh, so schöne Produkte. Da kann man sich freuen, wenn man sowas in der Beautybox mit drin enthalten hat, Leute, das sag ich euch. Und das ist ein Gummibürstchen, aber was ein Vieh. Was ein Vieh. Guck mal, du hast auf der einen Seite so lange, gerade Borsten, also auf der Seite. Und auf der anderen Seite sieht das aus, als wäre das auch Gummibürsten, aber so ein bisschen erdnussförmig, ne? Das ist ja aufregend. Also quasi vorne dick, hinten dick, in der Mitte geht es halt runter so. Richtig cool. Da habe ich Bock drauf. Also die wird ausprobiert. Jetzt habe ich meinen Finger angemalt. Was mache ich denn nun? Was mache ich denn nun? Ich nehme mir ein Handtuch und mache es sauber. Ne? Ich glaube, das ist eine schlaue Idee. Beziehungsweise ein Teil eines Handtuchs, weil ich habe mal irgendwann ein großes Handtuch in ganz viele kleine geschnitten, damit ich halt immer, ja, ne, löst sich halt irgendwann nochmal auf, damit ich immer beim Schminken hier auch Handtücher halt habe. Fand ich irgendwie schlau. Genau. Wow. Das war auch noch ein. Dann habe ich hier von Suva Opaques. Opaques? Kenne ich nicht. Bamboozled Black. Bamboozled Black? Was ist das? Suva kenne ich auch. Suva macht auch richtig schön so wasseraktivierbare Eyeliner. Richtig cool. Was bist du? Cosmetic Paint? Hä? Keep Lid Tightly Closed After Use. Ist das eine schwarze Eyebase? Ach, du ahnst es nicht. Angst. 9 Gramm sind hier drin. Das muss ich wirklich mir mal dann reinziehen. Ne? Das ist aufregend, Leute, sage ich euch. Da muss ich mir vorher, ich stotter schon, gucken, wie man das anwendet. Cosmetic Paint. Smudge Proof, Water Resisting, Long Lasting. Mhm. Aber hier war ja ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, zusammen mit einem Tutorial von Ellie. Das muss ich mir angucken. Also wir haben halt eine normale Eyebase, eine Lidschattenbasis, wenn du dir halt einen normalen Look machen möchtest. Und wenn du dir einen krassen Look machen möchtest, eine schwarze Eyebase. Feier ich, ehrlich gesagt. Dann habe ich hier so ein kleines Ding drin. Nein, bist du niedlich. 1 Gramm von dem Beauty Bakery Better Not Bitter Flower Better Not Bitter Setting Powder. Das habe ich in der Originalgröße mir mal gekauft, als ich Beauty Bakery gesehen hatte, dass es ganz neu rausgekommen ist. Deswegen lasse ich das mal zu und werde das dann auch mal weitergeben in der Beautybox. Ne? Also quasi an euch mal irgendwann verlosen. Finde ich total süß, eigentlich. Vor allem, das ist halt genauso wie die Originalverpackung, nur halt dann in winzig klein und sowas finde ich immer total hübsch. Okay, meine Güte. Wir haben hier von Niclay 3D Lashes. Oh mein Gott, die sind wunderschön. Aber ich bin überhaupt kein Pro, was Wimpernkleben angeht. Chloe ist hier die Richtung. Ne, die Variante so für einen ausdrucksstarken Augenaufschlag, leicht anzubringen und bequem zu tragen, schwarzes Wimpernband, bis zu 30 Mal wiederverwendbar, definitiv richtig, richtig cool. Ich bin halt nur ehrlich, ich bin da zu doof zu. Also das sieht bei mir halt auch echt nicht so wunderbar aus, weil ich das nicht kann und mich stört das dann. Ne? Also ich habe diese künstlichen Wimpern habe ich wohl mal getragen, wenn wir so Karneval gefeiert haben oder so. Ne? Wenn wir dann von den Mädels losgezogen sind und dann halt Weiberkarneval war, habe ich hart gefeiert. Habe ich wirklich hart gefeiert. Und wenn wir dann zum Beispiel so als Zebraherde oder keine Ahnung, wir haben die kurzen Sachen, wir waren schon Prinzessin, wir waren schon, was haben wir denn alle gemacht? Hier, White Swan Beauty, liebe Grüße gehen raus. Black Swan haben wir geschminkt, da waren wir auch komplett 10 Mädels oder 12 Mädels, die sich halt genauso kostümiert haben. Alles Mögliche. Also es war richtig cool. Aber dafür sind die, glaube ich, zu schade, ne? Ich weiß es noch nicht.
Ich weiß nicht, ob ich mich traue, Leute. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich es nicht tue. Dann habe ich hier von Niclay noch den Strip Lash Glue auch mit dabei, was echt schön ist, dass du hier auch extra den Wimpernkleber in der Originalgröße mit dabei bekommst in der Box, ne? Sowas finde ich immer schön, weil hier ist, glaube ich, gar keiner drin. Und man kann, also ich habe den Duo tatsächlich, aber man kann nicht immer davon ausgehen, dass die Menschen dann halt auch wirklich Wimpernkleber zu Hause haben. Deswegen finde ich das auch nice, aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich muss noch mal tief in mich gehen, Leute. So, und jetzt haben wir natürlich eine Lidschattenpalette hier am Start. Oh, aber danach habe ich noch eins. Also nicht weglaufen, Leute, ne? Sind da noch mehr als noch eins? Nee, zwei Sachen habe ich noch. Spanne ich euch jetzt auf die Folter? Ja, ich spanne euch auf die Folter. Ich habe von Oscar Atem mit Love zusammen, die Atem Eye, den Eyeliner dabei. Den habe ich tatsächlich auch und das ist einer meiner liebsten Eyeliner. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich mir den dann ins Backup lege. Das ist nämlich richtig cool, das Produkt. Der ist nicht zum Dippen. Das ist keine Filzstiftspitze. Das ist wie so eine Pinselspitze. Und der malt so toll. Ich mag den richtig gerne leiden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der hier auch mit drin ist. Der hat eine Kugel zum Schütteln. Und ich mag den wirklich gerne. Also da hat Oscar auch eine ganz coole Collection mit Love damals rausgebracht. Auch die Lidschattenpalette davon ist ein Traum. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Könnt ihr mal schauen. War das auch irgendwie ein Reim? Man weiß es nicht. Und jetzt kommt die letzte Geschichte. Be Perfect Cosmetics Carnival All Stars mit Stacey Marie. Da gibt es eine neue Palette und die fand ich sowieso schon sehr interessant. Und jetzt ist sie hier in dieser Box mit drin. Das heißt, da kann ich euch den ein oder anderen Look mit zaubern, weil sie ist bunt. Ich mag bunt. Das ist einfach voll mein Ding, ne? Ja. Und Be Perfect hat halt eine gute Qualität, da kann man nichts gegen sagen. Was ich hier halt auch irgendwie total charmant finde, das ist halt nicht eine von diesen Riesenpaletten, sondern das ist halt eine Palette, die wirklich eine gute Handhabgröße hat, ne? Kann man das so sagen? Ich habe es jetzt so gesagt. Oh, ganz schön wenig Schimmertöne hier drin, Leute. Oh. Also für mich hätten hier mehr Schimmertöne reingehört. Da bin ich jetzt mal kurz quengelig und ehrlich, ne? Klar kannst du den Ton theoretisch über alle möglichen Töne drüber toppen oder so, ne? Aber für mich persönlich, ganz persönlich, wäre es schöner gewesen, wenn wir einfach noch ein paar mehr Schimmertöne drin gehabt hätten. Aber wir haben hier einen Regenbogen drin. Also, ja gut, ein richtiges krasses Gelb fehlt. Das ist eher ein Orange, ne? Sonst sind die Grundtöne ja Gelb, Blau und Rot. Gelb, Blau, Rot. Damit kannst du alles Mögliche mischen. Rot ist mit drin. Blau ist hier auch auf jeden Fall mit Sky mit dabei. Und ja, ein richtiges Gelb haben wir nicht. Aber du kannst hier schon ganz gut mit arbeiten. Schwarz ist mit drin. Braun, quasi so khaki-mäßig, ne? Okay, Starlight ist jetzt ein bisschen gröber. Komm, den gucken wir uns mal an. Nee, der ist nicht gröber. Oh mein Gott, ist der. Oh mein Gott, das ist vor allem auch einfach mal ein krasser Duo-Chrome. Was habe ich denn hier? Oh, den könnte ich mir sogar solo auf dem Lid vorstellen. Mensch, Ellie, hast du die Palette vielleicht ausgesucht, weil die auch ein bisschen an die BH Cosmetics mit Ellie-Palette erinnert mit den Duo-Chromes? Man weiß es nicht, ne? Komm, weil dann möchte ich auch hier Rose Pink einmal swatchen. Den nehme ich jetzt auch noch mit. Und, und Sky, komm, den Blauen, den nehmen wir auch noch. Und Ecstasy, das wunderschöne, giftige Grün. Also damit könnte ich auf jeden Fall schon mal einen Look zaubern, ne? würde ich feiern, definitiv. Uiuiui, also das Blau ist eher zurückhaltend, aber ansonsten knallt das schon ordentlich, ne? Kann man sich jetzt soweit nicht beschweren. Das finde ich klasse. Schöne Palette, schöne Produkte. Für 79,90, ne, für 80 Euro sind das auch durchaus richtig coole Produkte. Ich glaube, allein diese Palette, da bist du ja schon bei 30 Euro, ne? Easy. Richtig geil. Über 160 Euro Warenwert sollen wir hier drin haben. Den erreichen wir auf jeden Fall. Krass. Also ich persönlich kann diese Box empfehlen. Ich mag immer gerne die Purish Mystery Boxen. Schaut dazu gerne mal in der Infobox vorbei. Wie gesagt, da habe ich euch die verlinkt. Das ist jetzt ja auch eine Kooperationsbox. Das heißt, es gibt da nicht unterschiedliche Größen oder so. Es gibt jetzt diese Box, die so befüllt ist. Und wenn ich das dem Heftchen auch so entnehme, sind da eigentlich auch keine Alternativprodukte drin enthalten. Das heißt, ihr bekommt auch das, was ich jetzt hier habe. Ich lasse aber meinen Blick nochmal schweifen.
Okay, man hätte noch ein anderes Lip Kit haben können. Das definitiv. Ich kann mir grob vorstellen, dass es passieren könnte, dass du bei dem Brow Ambition noch eine andere Farbe dran hättest und vielleicht auch bei dem Suva Base Gedönsen läuft. Aber ansonsten die Produkte gleich. Klar, die Lidschatten Palette und so, ne? Das ist alles gleich. Ich bin sehr darauf gespannt, wie das so funktionieren wird, wenn ich dann damit einen Look schminken möchte, Leute. Ja, und denkt an die Verlosung und an den Code und dies, das, Ananas. Aber auf diese Box könnt ihr jetzt nicht sparen, weil die ja schon so recht krass reduziert ist. Also ihr bekommt den doppelten Warenwert für das, was ihr als Geldeinsatz rein, was ihr dafür bezahlt, genau. Und das war es jetzt hier von mir und es tut mir leid, dass ich so verpeilt bin, es ist spät. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Ja, hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.